Jo Leute, was geht? Willkommen zu Red Dead Redemption. Bubble. Ich habe noch nie, auch nicht Teil 2 gespielt. Ist für mich das erste Mal. Remaster kam heute raus. Für die Leute auf YouTube wahrscheinlich von vor 2 Wochen oder so. Am 17. auf der PlayStation 4 und 5 und nochmal auf der Switch. Ist kein Remaster. Ja, ist ein Port. Ein Port, kann man sagen. Und ich hatte Mindestvoraussetzungen. Es muss schöner aussehen als Pokémon und das tut's jetzt schon. Also, alles super. Also man muss echt keine Angst haben vor der Switch-Version. Ich bin ja so ein mega Fan von der Switch. Das kann man halt auch einfach draußen spielen. Irgendwo draußen unterm Baum, am Strand. Wenn ihr das seht, das Video hier auf YouTube, dann bin ich gerade am Strand und werde das bestimmt zocken. Im Flugzeug, ihr könnt überall zocken. Ich bin so ein Fan von der Switch. Also wir sind der Typ, gehe ich mal von aus, ne? Der übelste Plot-Twist, wenn ich jetzt der Pfarrer wäre. Aber nein, ich bin der Typ. Okay, geh zum Saloon. Armadillo Station. Okay, wo ist der Saloon? Unten links Karte markiert, okay. Okay, ich kann laufen. Ich kann mich umschauen. Kann ich schon schießen? Erstmal einen saufen gehen, würde ich sagen, oder? Wie viel Geld habe ich? Und wir nehmen uns natürlich auch eine Dirne. Also ich bin... Können wir mal ganz kurz appreciaten. Das Ding läuft auf der Switch. Und ich weiß nicht, wer den Kanal schon länger verfolgt. Chat weiß das. Vergleich das mal bitte, das ist ein Port vom Third-Party-Hersteller. Vergleich das mal mit dem ein oder anderen Game von der Switch. Und es ist nur ein Port, es wurde nicht als was geremastert oder so. Übelst gute Arbeit von dem Port-Team. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was soll ich? Ich steige auf die Pferde auf, okay. Mit X. Ich spiele in letzter Zeit so viel PlayStation, muss ich erstmal gucken, wo X ist. Oh, was war das? Es sieht richtig gut aus. Die Weitsicht, Leute. Ich bin richtig beeindruckt. Guckt euch mal die Weitsicht an. Und es sieht echt gut aus. Okay, nähere dich Fort Mercer. Ist der dumm? Was war seine Mission? Spiel vorbei. Das war's. Ab auf den Friedhof. Ja, das haben mich auch gefragt. $15, ein Vermögen. Der Typ von der Regierung. Ich habe nichts verstanden. Kannst du mir gerade mal einen kurzen Überblick geben, wieso? Was ist mit Bill? Und wer bin ich? Bin ich ein Guter oder bin ich ein Böser? Oh mein Gott! Ich lieb's. Ich lieb's. Thumbnail, da bist du. Das wird ein Thumbnail, einfach nur die Füße. Okay, geht zum blauen Punkt. Das machen wir. Es sieht so schweinegut aus, Leute. Ich freue mich schon so, das im Handheld-Modus zu spielen. Mit dem Licht und dem... Können wir Schatten empfangen? Scheiße, ist das Game gut. Guck mal, so stehe ich in der Sonne. Warte, wir gucken ins Gesicht. Ah, er hat einen Hut auf, deswegen hat er Schatten. Aber auf der Brust ist Sonne. Ich gehe in den Schatten. Boom, ich bin auch im Schatten. Junge, Junge, Junge. Bewegt sich das Gras, wenn ich durchgehe? Es bewegt sich, alter Schwede. Ich bin völlig hin und weg. Steuerung, gebe ich zu, ist ein bisschen hackelig, aber ich glaube, das ist das Spielgenre. Ich glaube, das ist so ein Game, da muss man sich auch ganz stark auf die Story einlassen, ne? Deswegen, ich versuche alles zu lesen, alles zu verstehen und mich komplett drauf einzulassen. Bonnie. Bonnie McFarlane. Ich versuche mir auch einen Namen zu merken. Und ich bin John... Was mit M? John Marshall oder so. Kann ich hier einfach reingehen? Oh, ich kann einfach reingehen. Hallöchen, wer bist du denn? Aufsitzen müssen. Ja, komm, chill mal. Ich will hier mal kurz den Häftling Hallo sagen. Wer ist er? Kann ich einfach rein? Nee. Okay, ich muss gehen. Ja, chill mal. Die ist ja richtig nervig. Die Bonnie. Ich will auch ein bisschen ballern auch noch. Ballern wir gleich auch noch ein bisschen. Geh zu Bonnies Haus. Die hat aber echt ein krasses Haus. Also so ein Haus hätte ich auch gern.
Jetzt geht's ab. So, wer will Stress? Wer will Stress? Alle, die ich sehe, will ich so abballern. Okay. Oh lol, hier ist ein Flussbett. Ein leeres Flussbett. Bubble. Wie kann ich denn absteigen? Nein, ich will absteigen, danke. Was? Die armen Häschen! Ich kann nicht so gut zielen. Nein! Nein! Kann ich die einsammeln jetzt irgendwie? Benutze er. Was stand da? Benutze er, um irgendwas zu tun. Lol, mein Pferd ist einfach direkt da. Selber dahin gelaufen, gutes Pferd. Coyote! Oh, vom Pferd. Geh weg. Geh weg, du bist in meiner Schussbahn. Ah, daneben. Ey, die Blöde steht voll in meinem Schussfeld. Zack! Den Schuss gesehen. Den nächsten hole ich mir auch noch. Zack. Abgeschossen. Habe ich eigentlich unendlich Schuss? Kann man springen? Nee. Weg damit. Aha, nachladen. Boah, der ist aber auch gescheitert! Man kann scheitern? Du hast das Gesetz gebrochen? Was habe ich gemacht? Habe ich zu oft daneben geschossen? Das ist gegen das Gesetz. Oh, man kann so eine Mission ver... Nein, ich muss auch die Hasen... Nee, Hasen habe ich. Coyote! Gib Gummi! Einfach rübergelaufen. Habt ihr den gesehen? Oh nein. Ich komme nicht klar beim Pferd. Kannst du nochmal springen? Schön. Ach, das war schon. Ach man, ich bin ganz... Ich habe den letzten Kojoten... Ach komm, egal. Ist mein Luck. Wir kennen's. Menüeintrag Gentleman-Bekleidung vollendet. Wir sind ja jetzt der Gentleman. Ja, so. Fühle ich. Oh, stopp! Stopp, wir sind schon da. Alles gut. Let's go. Pferderennen, da bin ich doch am Start. Wo hat er eigentlich sein... Habt ihr gesehen? Das Messer war einfach durch. Ich bin immer noch beeindruckt, wie gut es aussieht. Ich meine, hier ist auch nicht viel los, ne? Das, obwohl, doch, es ist hier und da. Gibt es einen NPC und so. Aber jetzt nicht krasse Tierwelt oder so. Aber du hast so eine Weitsicht. Hilfe. Einfach mal links überholen. So. Wer ist das? Abschießen. Indianer. Boah, kämpfen wir noch gegen Indianer? Das wäre auch cool. Guckt euch mal die Weitsicht an. Halt die Schnauze. Stopp. Hat man Fernglas oder so? Guck, man sieht sogar die Stadt da hinten. Ist alles so ein bisschen so sonnemäßig und Hitze, dass es so ein bisschen am Wackeln ist, so wellenmäßig. Überall kleine Bäumchen und so. Ich kann es richtig krass appreciaten, wirklich. Werden sich jetzt bestimmt alle am Kopf packen. Was hat der für ein Problem? Ups. Aber... Nachdem wir monatelang Pokémon gespielt haben und ich weiß, wie manche andere Spiele auf der Switch aussehen, ist sehr nice. Und wie ist das Game? Also, ich habe noch nicht so viel Gameplay gehabt, aber Story ist bisher ganz okay und es sieht halt übel gut aus für die Switch. Okay. Scheiß auf Medizin, wir gehen erstmal in die Bank. Bank überfallen. Kann man eine Bank überfallen? Das ist auch so cool. Erstmal schön die Bank überfallen. Ey, ist ja gar keiner da. Hallo. Ding, ding, ding. Keiner da. Hallo. Oh, guck mal, hier ist der Sheriff. Der Sheriff schillt in der Bank. Okay, aber werd mal wach, Digga. Genau.
Ah, wie geht's? Okay. Ganz wiss, da sehe ich mich. So, was hast du hier? Am Büchsenmacher, was? Mit Büchsenmacher reden. Let's go. So. Verkaufen, kaufen. Köder? Patronengurt, wie viel Geld habe ich denn? Null! Ich habe ja gar keine Kohle. Munition für Sprenggewehr. Okay, ich habe keine Kohle. Kann ich den überfallen? Wenn ich den einfach abschieße? Willst du das jetzt wissen oder bald selber rausfinden? Nee, nee, ich finde das schon selber raus. Ich sag nur, es wäre geil. Aber das Game ist ja, also es ist ja Rockstar. Und Rockstar hat GTA gemacht. Und GTA kannst du fast alles machen. Würde mich wundern, wenn es hier nicht gehen würde. Medizin gratis, so. Kautabak? Okay. Jetzt geht's ab. Jetzt sind wir drin im Game. So, wer will hier Stress? Stopp. So, hier, Messer. Wer will Stress, hä? Wenn du eine Immobilie gekauft oder gemietet hast, kannst du dort einen Spielstand speichern, außerdem stehen dort ein Pferd, Munition und andere Gegenstände bereit. Ich kann eine... Cool. Ich kann eine Immobilie erwerben. Komm, steck das mal weg. Und welche? Wo ist denn der Saloon? Im Saloon gibt es doch auch immer leicht bekleidete Frauen. Gunsmith... Ey, müsst ihr euch mal überlegen, was das für eine Stadt ist. Wenn es nichts gibt in Amerika, ne? Aber jemand, der Waffen verkauft, den gibt es als allererstes. Wahrscheinlich wird der noch vor allem anderen gebaut. Livery. Meals at all hours. Komm, ich habe Hunger. Aber ich habe kein Geld. Wahrscheinlich muss ich erstmal Geld machen. So, was ist hier? Ja, hier sehe ich mich. So, können wir jetzt hier Poker spielen oder so? Oder bin ich gut? Nähere dich dem Herausforderung und drücke A, um die Herausforderung zum Duell anzunehmen. Ja, will ich. Herausforderung zum Duell annehmen. Mach das Duell jetzt auf deiner Karte, mal gebe zum X und das Duell zu starten. Oh, Duell, Leute, jetzt geht's ab. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Egal. Moin, Mutti. Was soll ich machen? Wird mir das noch erklärt? Stopp. Brutal? Wird mir erklärt, was ich machen muss? Oder bin ich jetzt tot? Ja? Okay, wird mir erklärt. Gegen Tobias. Du hast ein Duell angenommen. Drücke B, um das Tutorial zu überspringen. Nein, ich brauche das Tutorial. Drücke ZL, um deine Waffe zu ziehen. Oder ziehe R nach hinten, um deine Waffe von der Waffe zu bewegen. Zieh. Was? Zieh. Nutze R und ziele... Um einen Zielpunkt zu markieren. Okay. Und dann? Was soll ich machen? Weiß er so besser. Ich hoffe, das war nur Test. Das war nur Test, oder? Ich konnte nicht so schnell lesen, wie es da oben stand. Weil ich dachte, es wird erklärt, hä? Ich hab nicht übersprungen. Das sind leider die Erklärungen, RDR. Ja, es war so richtig on the fly, ey. Ich war gar nicht so schnell. Ja, ich bleib dabei. Also das Game ist, sieht so gut aus, ey. Ey, holt euch das Game. Ist gerade, kam, also für euch auf YouTube, vor 2 Wochen kam es raus. Kommt auch eine Retail-Fassung raus, wer es lieber als Cartridge haben will oder als, ja, als Retail-Fassung. Gibt's aber auch digital. Also ich kann es echt empfehlen. Wer es noch nicht gezockt hat, auf jeden Fall nachholen. Ich würde sagen, für das Video war es das, Leute. Lasst gerne ein Follow auf den Kanal da. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.